Kramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf What Could Go Wrong reagieren. Ich habe das Ganze noch nie gemacht, aber es sieht sehr, sehr lustig aus. Und zwar werden wir jetzt hier immer verschiedene Clips sehen und da können wir uns dann immer die Frage stellen, was könnte hier schief gehen? Und dann wird es natürlich auch letztendlich gezeigt, was schief gehen könnte. Wir fangen an mit dem ersten Clip. Let's go, meine Freunde. Ja, was könnt ihr falsch gehen? Was könnt ihr schief laufen, Leute? Ich mache mal ein bisschen lauter hier. Ey, Bro, man sieht doch schon, dass der Kerl gleich ins Wasser fliegt. Man sieht doch schon, dass das nicht gut endet. Er will hier auf romantisch machen. Oh, ich überrasche meine Frau. Hat sie irgendwie gerade den Motor gestartet, irgendwie aus Versehen? Auf einmal fährt das Boot übelst los und der Typ fällt rein. Okay, das war ja noch schlimmer als erwartet, Alter. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir reagieren auf die What Could Go Wrong Moments. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst den Like und ein Abo da, dann werde ich das Ganze öfter machen. Ich glaube, da gibt es noch mehr Sachen zum drauf reagieren. Schauen wir erstmal. Oh, ich muss lauter machen. Ey, Bro, ernsthaft? F für unseren gefallenen Bruder in die Kommentare. Frau ist nass. Er wurde kastriert. Ach, ich dachte, das wäre jetzt so ein Metallblock. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Metallblock, wo er dagegen... oder so ein Betonblock. Er macht vor der Polizei Faxen, will cool sein und dann bleibt er da drin stecken und kann nicht mal abhauen. Wasted. So ein Dummkopf. Er sagt Instant Karma. Ich glaube, er will den Hund reinstupsen und fällt selbst rein. Das war echt Instant Karma. Lass den armen Doggo doch in Ruhe. Ja. Überlegst du nächstes Mal zweimal, wen du hier ins Wasser werfen willst. Oh mein Gott, so ein Dummkopf. Nein. Bruder. Wie lost war dieser Typ da unten? Was dachte er, was passiert, wenn er den Fernseher so runterzieht? Egal, einfach nicht drüber reden, Leute. Boah, Alter, was ist das denn für ein kranker Kerl? Mit seinem Motocross fährt der hier so voll den steilen Berg hoch. Oh mein Gott, das ist ja die schlimmste Stelle. Wenn du es gerade nicht schaffst, dann bist du ja so gesehen am höchsten Punkt und warst kurz davor, es zu schaffen und fällst dann auch am weitesten runter. Hä? Warum stehen die ganzen Leute so um sie rum am Strand? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, was kann hier schief laufen, wenn ein Helikopter versucht zu landen? Eigentlich auf so einer großen Fläche. Boah, der Arme hat voll die Tür abbekommen. Aua. Er wollte so einen richtig coolen Move machen, irgendwie so ein Salto raus und bam. Einfach eingekracht. Oh, Bruder. Rip-Scheibe. Das sieht man doch schon, Bruder. Das sieht man doch schon, dass das nicht gut endet. Tschüss, Handy. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sein Handy ist safe lost. Sein Handy ist safe lost. Oh Gottes Willen, ey. He tried to jump over the barrier instead of going to the crosswalk and it didn't end well. Er wollte lieber über die Barriere klettern, anstatt den normalen Weg zu laufen. LOL! Oh mein Gott, jetzt hängt er da. Das ist ja so peinlich. Oh mein Gott. What he was expecting, but I feel bad for his family. Ah.
Ist aber echt so, ne, wie der Sprecher schon sagte, was hat er gedacht, was passiert? Was hat er gedacht, was passiert, wenn er so einen Pool seitlich aufschneidet? Also, keine Ahnung. Ganz lost, der Kerl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, muss das kalt sein. Oh mein Gott, muss das kalt sein. This PA teacher showing off his skills in front of his students and he's about to regret it. Das sind immer die besten Sportlehrer, die übelst unsportlich eigentlich sind. Hatte ich auch so einen. Der Sportlehrer will es vormachen und ist einfach, alles sieht scheiße aus. And this guy trying to act like he fears nothing. Okay, er will so machen, als hätte er vor nichts Angst, läuft da einfach hin. Das, der wird halt auch niemals so drunter gehen. Wo ist der Typ? Ist er da jetzt in das Loch reingestürzt? Ist der tot? Keine Ahnung. Oh mein Gott, diese Treppen hatten genau die gleiche Farbe wie der Pool, wie das Wasser im Pool. Just dropped it, but then we found this video. He literally dropped it. Okay, also sein Bruder hat gesagt, ihm ist es runtergefallen, dass er ein neues bekommt und ich wette, jetzt kommt raus, es ist nicht nur runtergefallen. Oh, was ein Assi. Was ist das für ein Drecksbengel? Was da, also, ey, würde ich sowas beim Kind rauskriegen? Er wird, bis er 18 ist, nie wieder ein Handy kriegen oder so. So asozial. Nice. Nice Trickshot, Bro. This angry man who refuses to put the cart back. Sir. You curbed your cart. You didn't take it back to the cart corral where it belongs. Oh! Dude, leave me a alone. They just me over there. What they do? Oh, Leute, ich sehe schon, das Kart wird jetzt voll gegen das Auto fliegen. Oder? Hey, warte mal, also den Clip habe ich gerade gar nicht verstanden. Warte mal. Irgendwie, ich will es gerade nochmal checken. This angry man who refuses to put the cart back. Okay, dieser angepisste Typ wollte seinen Cart, seinen Einkaufswagen nicht zurückbringen. Sir. Und dann haben die einfach seinen Einkaufswagen hinter sein Auto gestellt, damit er nicht losfahren kann. Dann läuft der angepisst, will dieses Einkaufswagen wegmachen und fällt voll auf sein Knie. Aua. Okay, wir haben es verstanden. Bringt eure Einkaufswagen zurück. Making a budget rap video. Oh, ich sehe schon, das wird ein krasses Video. Das wird ein heftiges Rap-Video. Wird einfach von wilden Hunden angegriffen. Ey, sie muss entweder gleich gegen einen Baum stürzen oder ins Wasser. Oder der Typ fällt ins Wasser. Ey, manche Leute sind aber auch so lost, Alter. Ich check das nicht. Trying to be the cool couple on a wedding. Okay, sie haben. Der Sprecher hat gerade gesagt, sie versuchen das coole Pärchen auf einer Hochzeit zu sein. Das wird gleich sehr, sehr vercringed. A DIY diving board on a car. Einfach nur Scheibe, einfach nur Heckscheibe kaputt gemacht. Ey, Leute, komm auch aufs. Ey, denk doch mal nach, Alter. Ich verstehe das nicht. Maserati, der versucht hat, am Strand zu fahren. Der hat auch wohl noch nie GTA gespielt. Oh, ey. Schlechtester Abschleppwagen aller Zeiten. Reißt einfach nur seine gesamte Front raus. Und fährt dann noch weiter. Und nimmt ihm die Ehre, fährt einfach weiter. Scheiße. An unexpected sick track.
Oh, krass, krass, dass er es geschafft hat. Ich dachte, der fliegt jetzt voll hin. Digga, was denken die Leute, was passiert? Ich versteh's nicht. Was denken die Leute, was passiert? Ah, diesen TikTok kenne ich schon. Er macht dem Hündchen einfach nur so ein kleines Leckerli rein. Also viel weniger als sonst. Und der Hund wird jetzt gleich ihn richtig dumm angucken und dann trotzdem essen. Ja, Leute, das war es auf jeden Fall gewesen von Was könnte hier schieflaufen? Ich fand es sehr, sehr lustig. Ich hoffe, ihr fand es auch lustig. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Kramix.